Diese 8 Düfte hier auf meinem Tisch sind das Beste, was die Parfümerie zu bieten hat. Hey du, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über Düfte, die für mich was ganz Besonderes sind. Ich bin ja sowieso viel in der Nischenwelt auch unterwegs, aber auch in der Nische wiederholt sich viel. Viele Duftcharaktere sind sich mehr oder weniger auch ähnlich, es wird viel kopiert und so weiter. Ich zeige euch heute 8 super einzigartige Düfte, die wirklich ikonisch sind in meinen Augen, die man kennen muss, wenn man sich irgendwie ein bisschen für Parfüm interessiert und die einfach wahnsinnig interessant sind. Komplex, Crowdpleaser, Komplimente-Sammler, überraschend, ja, also richtig, richtig cooles Zeug. Und falls du mich neu kennst, herzlich willkommen, ich bin die Leni, ich spreche super gerne mit Parfum. Wenn dich das Thema auch interessiert, abonniere meinen Kanal, klick die Glocke, dann kriegst du immer gleich Bescheid, wenn ein neues Video, ein Short oder ein Livestream kommt. Komm unbedingt in die Livestreams und folg mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Auf Instagram gibt es ab und zu Abstimmungen, was so in meinem Content als nächstes kommt. Ist eigentlich immer ein ganz schöner Austausch da und ich nehme euch teilweise auch so ein bisschen in meinen Alltag mit und folgt mir auch auf TikTok, da gibt es kleine Wissensnuggets rund um das Thema Parfum. Und wir starten mit dem Duft, der vielleicht den schönsten oder den zweitschönsten Flakon in dieser Liste heute hat. Und zwar ist es der wunderschöne Penhaligon Hirsch. Penhaligon ist eine Marke, die sehr spannende Düfte macht. Leider nicht immer mit einer sehr guten Haltbarkeit. Deswegen finde ich viele von denen auch nicht ihr Geld wert, auch wenn sie wunderschön sind. Der hier, The Tragedy of Lord George, ist einer, der ist sein Geld absolut wert. Also der stand über ein Jahr auf meiner Wunschliste. Ich habe dann einen echt guten Deal mit dem geschossen. Ich glaube, für 170 Euro oder so habe ich ihn bekommen. Oder 150, irgendwie so. Aber das ist ein absolut genialer Duft. Nicht nur vom Design her. Was wir haben, ist ein Chamäleon-Duft meiner Meinung nach. Also ein Duft, den ein distinguierter Gentleman mit Zigarre im Mund und Brandyglas in der Hand tragen kann. Oder eben auch Leute wie ich. Ich finde, mir steht er auch wahnsinnig gut und unsere Babysitterin hat mir schon einen Haufen Komplimente für den gemacht. Und der ist so besonders, weil der ein paar Noten hat. Und zwar auch eine Notenkombi, die man kaum irgendwann mal sieht. Also ich habe das noch nie gesehen. Und zwar, Hauptnoten sind Tonkabohne, Seife und Rum. Kombiniert mit ein bisschen dezenten Amber-Touches, aber im Grunde bekommt ihr eine seifige, beschwipste Tonkabohne. Also wir haben einerseits das saubere, cleane von der Seife. Wir haben andererseits das gourmandige, süße, fast ein bisschen mandelig, marzipanartige von der Tonkabohne. Und dann haben wir noch den Rum, der dem Ganzen irgendwie dann den Spice gibt, so ein bisschen. So ein bisschen die Würze, so ein bisschen den Zest, ihn einfach super spannend macht. Und ich liebe den. Und der ist kombiniert, in den Noten steht seit kurzem auch Ambroxan mit drin. Das finde ich hier ganz, ganz, ganz hintergründig nur. Also hätte ich es nicht gesehen in den Noten, wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ich kriege eher noch ein paar ein bisschen dunklere, würzige Ambertöne aus dem raus. Aber er ist einerseits ein Alltagsduft, den man gut im Alltag tragen kann zu jeder Gelegenheit. Er ist gleichzeitig auch ein Statement-Duft, weil er eben so besonders ist. Und er hat eine gute Ausstrahlung. Und er hält sich auch seine 6-7 Stunden. Also das ist einer mit der besten Haltbarkeit aus dieser ganzen Portraits Collection. Falls euch die interessiert, ich habe die übrigens schon mal komplett reviewed. Alle mit diesen Köpfen hier vorne drauf aus dem Probenset, das sie anbieten. Video findet ihr hier. Und ja, wie gesagt, Lord George, in den Lord George bin ich verliebt und ich als Frau trage ihn einfach super gern. Ist einfach ein sehr besonderer Duft, der aber in so viele Situationen passt und so gut bei den Leuten ankommt. Probiert es aus, testet den mal und dann geht die Komplimente einsammeln. Okay, jetzt kommt einer, der ist super konzeptionell. Und zwar ist es ein Nose-Behind-Duft, kreiert von Herbert Stricker. Und das Konzept dieses Dufts waren in Thailand diese Shops auf dem Markt. Es ist ein super süßer, fast ein bisschen schwüler, aber auch sehr schön spritzig, zitrischer Jasminduft. Und ich spreche natürlich über Bangkok Shock. Das ist einer der interessantesten Düfte ever. Der hat fast ein bisschen was Plastikartiges, aber auf eine sehr attraktive, sehr tragbare Art. Also, oh, das ist mir gerade richtig in die Nase gezogen. Jetzt kommen mir gerade ein bisschen die Tränen. Der ist einerseits zwar so ein bisschen schwül, ein bisschen überdreht, laut, aber er hat so ein wunderschönes Rosengegengewicht.
Er hat ein paar zitrische Kopfnoten und wirkt aufs erste Riechen irgendwie ein bisschen kaugummiartig, quietschig. Also eigentlich jetzt nicht unbedingt was, was man sagt, oh, dich muss ich jetzt jeden Tag auf meine Haut haben. Aber der fängt auf der Haut an zu singen. Der ändert sich auf der Haut. Der tont sich dann irgendwie runter in eine sehr, sehr, sehr angenehme Melange. Er wird ein bisschen pudriger, aber er harmonisiert sich total. Er behält die Süße vom Jasmin. Er ist auf alle Fälle ein Abenteuer für die Nase. Also er ist wirklich was zu entdecken. Er ist ein Statement-Duft. Er ist einfach besonders. Er ist ein Duft, den man trägt, wenn man auf seinen Duft angesprochen werden will. Und er ist nicht nur was für die Damen, würde ich sagen. Auch wenn man dieses süße, florale, schon ein bisschen, wie sagen wir mal, quietschige eher mit Weiblichkeit verbindet als mit Männlichkeit. Aber ich denke, den können Männer gut tragen. Wie gesagt, das ist einer, den braucht ihr überhaupt nicht auf dem Papierstreifen testen. Das könnt ihr euch komplett sparen. Sprüht ihn direkt auf die Haut, schaut ihn euch 20 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde an. Schaut ihn auch 2 Stunden an. Der hat eine super Haltbarkeit. Er strahlt echt gut und macht euch euer Bild. Ich glaube, das ist nichts für jeden, aber ich glaube, es ist was für mehr Leute, als man meinen würde. Na cool, danke. Viel Spaß. Danke. Okay, der nächste Duft ist einer, den ich trage, wenn ich Autorität ausstrahlen will. Das ist, glaube ich, der edelste Duft, den ich in meiner ganzen 500 Düfte plus Sammlung habe. Und zwar spreche ich über Coromandel von Chanel. Das ist ein unglaubliches Meisterwerk. Der ist unglaublich toll. Wenn man auf Patchouli steht, das ist der kleine Disclaimer, das ist nämlich ein unglaublich starker Patchouli-Duft. Und wer mit Patchouli nicht klarkommt, ich kenne ein paar Leute, die sollten die Finger von dem lassen. Aber Patchouli ist unglaublich vielseitig. Patchouli kann erdig sein, grün, feucht, irgendwie würzig. Und das schönste Patchouli auf der Welt findet man in Coromandel. Und zwar ist das, oh, das ist einfach Patchouli kombiniert mit der Chanel-DNA. Wir haben ein bisschen zitrische Kopfnoten, wunderschöne Blütenkombination im Herzen aus Iriswurzel, Rose, Jasmin. Wobei ich finde, von den Blüten dominieren Rose und Iris. Ich kriege nicht so sehr den Jasmin. Also ich kriege nicht etwas Süßes, ich kriege mehr etwas frisch-florales in Kombination mit diesem wunderschönen, erdigen Patchouli-Herz. In der Basis haben wir eine unglaublich komplexe Kombination aus grumornigen Tönen, wie zum Beispiel so einer weißen Schokoladenote, die nach einer Zeit durchspitzt, Vanille. Wir haben aber auch Harze, wir haben einen Amber-Akkord, wir haben ein bisschen Benzoe, wir haben etwas Moschus, der dem Ganzen wieder irgendwie die Lockerheit, wobei, der Duft ist nicht locker, vergesst das. Das muss ich streichen. Der ist nicht locker, der ist elevated, der ist elegant, der ist arrogant vielleicht sogar ein bisschen. Und wir haben noch sehr schöne Hölzer. Und der Duft bringt mir Komplimente ohne Ende. Das mag auch an seiner Performance liegen, weil er strahlt wahnsinnig gut. Ich finde ihn, wenn ich ihn selber trage, nicht überpowernd. Er kann aber sehr überpowernd wirken, wenn man ihn zum ersten Mal aufs Papier sprüht. Das heißt, da müsst ihr vorsichtig sein. Beziehungsweise gebt einfach ein bisschen Zeit. Gebt ihm ein bisschen Zeit zu sitzen. Das ist wie ein guter Wein, der muss atmen. Sprüht ihn, lasst ihn 5 Minuten liegen, geht dann hin und seid erleuchtet. Ja? Also Coromandel ist einfach das Meisterwerk von Chanel schlechthin. Es gibt keinen besseren Chanel-Duft und ich lege mich mit jedem an, der anderes behauptet. Ja, Sycamore ist auch toll, aber Coromandel ist einfach nochmal 3 Level höher. Ich weiß auch nicht. Also, ja, muss man tragen können. Das Gute an dem allerdings ist, dass ihn fast jeder tragen kann, zumindest geschlechtsseitig her. Also, das ist einer, der ist unisex, den können Frauen tragen und Männer tragen. Steht beiden Geschlechtern gleich gut, finde ich. Und dementsprechend ist es mehr eine Frage der Attitude, die man mitbringt. Wie man sich hält, ja, wie man sich gibt, wie man durchs Leben geht. Definitiv Selbstbewusstsein braucht er auch. Und so ein bisschen, der hat so ein je ne sais quoi. Oder ich weiß eigentlich schon was. Es ist dieses, ich hab's nicht nötig. Wenn dieser Duft einen Slogan hätte, wäre er, ich hab's nicht nötig. Der nächste ist einer, der überzeugt nicht durch seine Noten. Die Noten sehen super basic aus, muss ich echt sagen. Also die Noten sehen aus wie die Basic Bitch der Düfte. Aber es ist so ein toller Duft. Das ist der, den ich am frischesten entdeckt habe von dieser Liste.
Er heißt Salam von Anfass. Und wundert euch nicht, warum ich keinen Deckel für den Duft habe. Der ist ein Tester. Die kriegen keine Deckel mit, leider. Die Flakons sind alle wunderschön. Die Duftqualität ist der Hammer. Und der ist irgendwie so ein... Der hat einen Spirit. Der hat einfach so gute Laune. Der ist fröhlich, blütig, bisschen spritzig, hat aber auch wieder irgendwie Tiefe. Es ist, ich würde ihn bezeichnen als spritzig-floraler Magnolienmoschus. Und Magnolie ist eine Blüte, die ich liebe. Ich finde, die Süße, die die Magnolie gibt, ist weniger so eine Blütensüße und wirkt auf mich eher wie eine Fruchtsüße. Und ich kriege dann auch noch so ein paar würzige Sprenkel. Also ich glaube, da ist jetzt kein Safran in den Noten angegeben, aber irgendwie sowas Safranartiges bekomme ich noch. Der ist toll für den Alltag. Das ist so ein richtig unerwarteter irgendwie. Der ist ein bisschen schwer zu greifen. Und ich habe jetzt die letzten Tage, als ich ihn getragen habe, gemerkt, da kommen immer andere Facetten durch im Duftverlauf. Der wird dann teilweise auf meiner Haut sogar ein bisschen salzig. Dann teilweise bekomme ich so ein paar aquatische Töne. Keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Ich weiß nicht, ob die Noten auf Parfumo wirklich stimmen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Der wirkt für mich unglaublich komplex, vielschichtig und schafft es dennoch irgendwie so einen unkomplizierten, einfachen Eindruck zu machen, beziehungsweise einfach zu tragen zu sein. Obwohl er irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein stilles Meisterwerk ist, so simpel, aber genial. Und auch unisex, tragbar für jedermann, finde ich. Die Anfassdüfte, habe ich das Gefühl, werden hauptsächlich von Männern getragen. Aber liebe Frauen, schaut euch den an. Das ist die Hausaufgabe von mir an die Frauen. Testet mal den Salam von Anfass. Performance ist übrigens der Hammer. Er hält sich super lange, was auch überhaupt nicht selbstverständlich ist für Düfte mit dieser Blütenmoschus-Amber-DNA. Also der ist richtig was Besonderes und ein kleines Mysterium. Beim nächsten Duft passt der Name Programm und zwar ist es die Sunshine-Reihe von Amourage. Und ich hätte euch gerne jetzt auch den Sunshine Man gezeigt, aber der wird ja jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr verkauft. Da hat sich jetzt mein Mann den Flakon geschnappt, der steht jetzt bei uns oben im Bad und der gehört jetzt ihm. Ich allerdings trage den Sunshine Woman und jetzt müssen wir mal kurz den Flakon würdigen. Also ich finde, es gibt, ich habe vorhin gesagt, der Lord George ist vielleicht der schönste Flakon. Ich weiß nicht, also der Sunshine konkurriert schon stark. Das ist einfach, du schaust es an und hast gleich gute Laune. Und das Witzige an dem ist, der ist auch so ein Schlingel, weil er ist nicht das, was man sich denkt, wenn man den Flakon sieht. Was man denkt ist, tropisch, Kokos, fröhlich, blumig, feminin. Was er ist, ist eine orientalische Interpretation eines sommerlichen Spirits, finde ich. Und zwar ist überhaupt nicht kokosartig oder auch nicht besonders blütig, sondern was wir bekommen, ist so ein schwarzer Johannisbeerlikör zusammen mit so getrockneten Aprikosenaromen, das ist die Davana, und Helmtabak. Diese Kombination ist unglaublich unerwartet. Jetzt für mich natürlich nicht mehr. Der Flakon ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber der ist schon unter Hälfte. Und der ist genial. Am Anfang denkt man sich so, was bist du denn? Und dann trägt man den und dann fängt er an, auf der Haut zu singen. Und es ist so richtiges Sommerfeeling, aber auf die erwachsene Art irgendwie. Auf die, ich sitze in einer Strandbar, ich trinke einen kleinen Absacker, irgendwie die Sonne geht gerade unter. Ich bin komplett entspannt. Er ist durchaus auch süß, also er hat schon eine schöne Vanille mit drin, aber er hat auch diese orientalischen Töne. Wir haben ein starkes Patchouli, wir haben diesen Tabak, wir haben ein kleines bisschen Mandel, die in der Kopfnote durchspitzt, aber nicht viel an dem kann man wirklich rausriechen. Der hat einen sehr homogenen Duftcharakter, das heißt, die Note, die ich vielleicht am ehesten noch rausriechen kann, ist der schwarze Johannisbeerlikör, der helle Tabak. Und der Zedernwacholder. Und Zedernwacholder gibt auch einen total interessanten Touch. Macht ihn nicht total offensichtlich. Macht ihn nicht total offensichtlich. So, lasse ich den Satz stehen. Ich liebe ihn. Er hat eine wahnsinnig große Ausstrahlung. Der eignet sich, obwohl man es nicht denken würde, von dieser Art von Duft, eignet sich wunderbar zum Layern. Also da könnt ihr Sommerkombinationen draus zaubern. Ein Fan-Favorite ist ja auch die Kombination mit dem Ylang in Gold. Wenn ihr wirklich noch mal ein bisschen mehr den Malediven-Vibe geben wollt, dann layert ihn mit dem Ylang in Gold
Und überhaupt, ich weiß nicht, das ist ein rundum perfekter Duft. Er ist irre teuer. Und vielleicht holt ihr euch einfach ein Travel Set oder so. Aber schaut euch den mal an, liebe Frauen. Ich denke, Männer könnten den auch tragen. Da ist bei Amouage immer nicht viel um zwischen den Damen und den Herrenduften, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe ihn jetzt irgendwie, aufgrund seiner Energie sehe ich ihn eher bei den Frauen. Schaut ihn euch an, er hält ewig, er strahlt weit. Er bringt Komplimente. Ich hatte kurz natürlich überlegt, ob ich einen der exklusiven Guerlains zeigen soll in diesem Video, was ich zugegebenerweise schon tausendmal gemacht habe und was jetzt auch langsam irgendwie keinen Reiz mehr hat. Ja? Die Düfte sind toll, ihr wisst, wie sehr ich diese Düfte liebe. Eigentlich hatte ich vor, den Tonka Imperial hier zu zeigen, weil es einfach einer der schönsten Tonka-Düfte ever ist. Aber dann bin ich vor kurzem über einen neuen Duft gestolpert, von einer neuen Marke, die ihr noch nie auf meinem Kanal gesehen habt, wo ich sage, das ist jetzt hier Meisterwerkpotenzial. Also der ist unglaublich besonders und unglaublich spitze. Ich spreche über Tonka Sesame von EPC. EPC heißt Experimental Perfume Club und der ist heftig. Der ist nix für schwache Gemüter. Das ist ein Tonka-Bohnen-Duft mit einer unglaublich schönen Basmati-Reisnote. Sesam, gerösteter Sesam. Und Haselnuss. Also die Haselnuss ist mit fast die stärkste Note. Er hat etwas Ähnlichkeit zu Olala von Theo Cabanel, ist aber sehr viel süßer, sehr viel mehr Tonka, sehr viel dichter, sehr viel stärker. Hält sich sehr gut. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier drehe, gibt es den noch nicht mal auf Parfumo, weil er so neu ist, dass er noch nicht in der Datenbank eingetragen ist. Aber ich bin jetzt hier offiziell die erste Person, die den hier hypt. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich finde den spitze. Ihr müsst ihn probieren. Es ist ein Eau de Parfum, aber das hält sich gut. Er ist, wenn man ihn zum ersten Mal riecht, ähnlich ein bisschen wie Coromandel. Sehr, sehr stark. Also es ist schon so, sag mal, wow. Okay, was bist du denn für eine Hausnummer? Aber auf der Haut ist er sehr, sehr, sehr angenehm und schön. Ich trage ihn jetzt einfach heute, weil ich weiß nicht. Er hat dieses ganz, ganz, ganz wunderschöne Mandelaroma, das die Tonka oft hat. Nicht so sehr Marzipan, mehr Mandel. Und eben diese Haselnuss und die Sesamnote und der Basmati-Reis. Oh, das ist wirklich himmlisch. Ich finde auch den Flakon super gelungen. Ich denke, das ist wirklich sehr stilvoll. Und den gibt es in kleinen Größen auch. Also ich weiß jetzt nicht mehr auswendig die Milliliter-Größen, aber den gibt es nur nicht in der großen Größe, sondern auch, glaube ich, in 50, in 30 oder in 8, irgendwie so, oder in 10, in irgendwas. Man findet den. Und dann kann man den nämlich auch ziemlich gemütlich testen, ohne dass man sich gleich ein Riesenloch in den Geldbeutel, jetzt kommt der Ball heraus, in den Geldbeutel reißt. Und dann könnt ihr mal schauen, ob euch der taugt, bevor ihr so viel Geld ausgibt. Auch ein wunderbarer Duft. Geht fast in eine ähnliche Richtung. Also auch so ein sehr verführerischer, sehr orientalischer, eher Herbst-Winterduft, würde ich sagen. Aber einen, ohne den ich nicht mehr leben kann. Und auch nicht mehr leben muss, Gott sei Dank. Es ist der Rosendo Matteo Nummer 5 Floral Amber Sensual Musk. Und über den habt ihr mich schon tausendmal sprechen hören. So viele Leute haben sich den schon gekauft auf meine Empfehlung hin. Und das ist kein No-Brainer. Das ist kein trag ihn im Alltag, trag ihn im Job. Sondern das ist einer, mit dem du vielleicht, weiß gar nicht, in die Oper würde ich jetzt vielleicht sogar gar nicht gehen, weil da sitzt man so nah an den Leuten. Der braucht Platz zum Strahlen. Der braucht Platz, um zu wirken und der ist wahnsinnig interessant. Der ist so würzig. Würzig, ohne Christkindlmarkt-Tick zu werden, sondern wir haben hier die Gartennelke zusammen mit diesen tollen Gewürzen, dem Amber, dem Moschus und einem Maiglöckchen, einer Vanille und meiner Meinung nach, steht zwar nicht in den Noten, aber ich würde Geld drauf wetten, einer Überdosis Safran. Da ist ein richtig starker Safran drin. Und das ist natürlich jetzt gerade auch im Moment total im Trend, aber den gibt es schon länger. Und ich will jetzt nicht sagen, der hat es zuerst gemacht, aber das ist einer der OGs und er ist unglaublich stark. Er ist komplett unisex, Männer und Frauen können den tragen. Oft sagen Frauen, der ist zu maskulin, oft sagen Männer, der ist zu feminin, was mir wiederum sagt, der ist komplett unisex. Und wenn ich den trage, kriege ich eigentlich immer Komplimente für den.
den kann man nicht übersehen. Da muss man was dazu sagen. Das ist einer meiner großen Lieben. Meiner wirklich ganz, ganz, ganz großen Lieben. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, dann habt ihr noch einen weißen Fleck auf eurer Parfum-Weltkarte. Und den müsst ihr unbedingt probieren. Ich kann gar nicht meine Nase von dem lassen. Jetzt im Sommer hole ich den natürlich nicht so oft raus, weil, oh, ich weiß nicht, der kann einen schon ausnocken. Aber schaut ihn euch an, Leute. Und der letzte ist einer, mit dem habe ich eine komplizierte Beziehung. Also wisst ihr noch, damals, als wir noch Facebook benutzt haben, man konnte seinen Beziehungsstatus einstellen und es gab den Modus, es ist kompliziert. So war es lange Zeit mit mir und dem. Ich habe ihn mal reviewed auf meinem Kanal vor, ich glaube mittlerweile auch schon 2 Jahren oder so, als er rauskam, relativ frisch. Und das Video hieß, warum ich mir den niemals kaufen werde. Spoiler, ich habe ihn mir doch gekauft. Und zwar spreche ich über Angel Share von Killian. Mein Gott. Also das ist einer der tollsten alkoholischen Gourmands mit der schönsten, tollsten Cognac-Note, die ever kreiert wurde. Und an dem Duft stimmt einfach alles, bis auf den starken Zimt. Das war auch mein einziger Kritikpunkt in meinem Video damals, wo ich gesagt habe, diese Überdosis Zimt, ich komme nicht klar mit der. Ich bin nicht so ein Zimt-Girly. Aber ich habe mich abgefunden irgendwie. Oder aus irgendeinem Grund finde ich es nicht mehr so schlimm. Und ich habe mir dann tatsächlich gekauft. Und jetzt schaut euch mal ganz kurz, bevor wir entsprühen, schaut euch mal kurz den Füllstand an. Und bedenket, ich habe 500 Flakons in meinem Regal stehen. Und der ist jetzt vielleicht auf 75% nur noch. Das habe ich alles selber getragen. Da ist nichts abgefüllt von dem. Richtig krass. Und der, wow, hat wirklich die schönste Cognac-Note, die ich je in einem Duft gesehen habe, kombiniert mit Zimt, ja, mit einer Praline und einer, und das macht den Duft, finde ich, auch besonders, einer Eichenfass-Holz-Note. Und das gibt eben total diesen, ja, diesen Spirit einer Distillerie, wo tatsächlich auch Cognac und Whisky produziert wird. Und auch der Duftname passt wunderbar in diese Story. Der Angel Share ist ja der kleine Teil, der sozusagen beim Whiskybrennen evaporiert. Die Gabe an die Engel. Die Engel nehmen sich den, ja, und das ist sozusagen das Stückchen, was man an Menge verliert, weil er einfach nachher weg ist und es geht hoch an die Engel. Finde ich echt schön. Und der hat noch so eine tolle Haselnussnote drin auch. Also süß, alkoholisch, zimtig. Tonkabohne, da ist auch eine Tonkabohne drin. Tonka und Praline. Tonka, Praline, Vanille, das ist die Basis von dem. Und das ist so das gourmandige Zauberwerk. Der trocknet so schön runter. Der Zimt wird ein bisschen schwächer mit der Zeit. Und er ist einfach nur schön. Nur schön, echt. Und ich habe auch gemerkt, ich komme auch noch mit dem davon. Nicht nur im tiefsten Winter, sondern ich trage den auch in Herbst und Frühling. Ich trage ihn jetzt momentan nicht. Jetzt ist es zu heiß. Aber das ist einer, den müsst ihr auch unbedingt mal probieren. Ich verordne ihn euch. Okay, meine Lieben, das waren jetzt mehr oder weniger die Düfte, über die ich auch viel nachdenke. Also die immer irgendwie in meinem Kopf sind, die mich nachhaltig beeindruckt haben, die andere Leute beeindrucken. Und ich fand, es war mal wieder Zeit für so ein Best-of. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welcher Duft ist eurer Meinung nach einer, der in diese Liste gepasst hätte. Dann freuen sich die anderen Zuschauer und haben noch viel mehr Sachen zu probieren. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.